Siedle Mission 2 schickt uns auf die gleiche Karte wie die erste, aber dieses Mal in der Rolle der Mayas. Unser Auftrag ist es, unser Gebiet mit dem der Wikinger zu verbinden, deren Siedlung von dunklem Land befallen ist. Etwas, womit die KI grundsätzlich nicht umgehen kann, da sie keine Gärtner nutzen kann. Auch in dieser Mission können wir nicht verlieren, auch wenn uns die Tipps zur Mission vor dem Römer warnen, der uns den Weg zum Wikinger abschneiden könnte. Dazu später mehr. Unsere Startvorgaben sind etwas dürftig, es liegen aber in der Umgebung genug Werkzeuge und andere Dinge herum. Besonders wichtig ist die kleine Insel in der Nähe der ziemlich sinnfreien Fähre, mit der wir starten. Dort finden wir sogar etwas Gold, welches wir später brauchen werden. Im Südwesten gibt es auch einen Priester der Wikinger auf einer anderen Insel. Wenn wir ihn besuchen, erhalten wir 30 Mana, aber die Mühe sparen wir uns. Ihr braucht keine große Siedlung, aber eine Eisenschmelze und Werkzeugschmiede sind sogar ohne Minen sinnvoll, da ihr genug Eisen für 5 Werkzeuge habt. Wenn ihr Minen baut, umso besser. Ich denke, ihr könnt sogar auf eine Nahrungsproduktion verzichten, da ihr mit genug Nahrung startet bzw. in der Umgebung findet. Wichtig sind aber 3 große Tempel, von denen ihr einen abreißen müsst, damit der dritte gebaut werden kann. Die Tempel geben euch sowohl Priester als auch 36 Mana, was für unsere Zwecke völlig ausreicht. Expandiert nach Norden Richtung Berg und nutzt das Mana, um den Schnee zu schmelzen. Mit einigen Pionieren könnt ihr dann den Berg überbrücken und dem Römer zuvorkommen. Falls der Römer euch den Weg abschneidet, ist das auch nicht schlimm. Wie sich herausstellt, gibt die Funktion Game Are Player Areas Connected sogar dann True zurück, wenn die beiden genannten Gebiete durch das eines dritten verbündeten Spielers verbunden werden. Theoretisch könnt ihr also den Römer eure Arbeit machen lassen. Wie ihr es auch macht, sobald euer Gebiet an das der Wikinger grenzt, ist die Mission gewonnen. Natürlich, in dieser Mission haben die Wikinger sogar Gold. Aber in der nächsten darf ich dafür eine Kolonie gründen?